Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 18, dem Karrieremodus mit unseren Adlern vom SC Preußen Münster. Zurück in der ersten Fußball-Bundesliga mit dem 13. Spieltag, wo wir am 7. Dezember 2019 den FSV Mainz 05 zu Gast haben in unserem wunderschönen Preußenstadion. Am letzten Spieltag ist uns der zweite Auswärtssieg in dieser Saison gelungen. Wir gewannen mit 2:1 in Augsburg in einem sehr unterdurchschnittlichen Bundesligaspiel, muss ich sagen. Die erste halbe Stunde haben die Preußen richtig gut agiert, aber danach hätten die Augsburger das Spiel, nachdem sie den Ausgleich erzielt haben, sogar noch drehen können. Ist Gott sei Dank aus unserer Sicht nicht so weit gekommen. Wir konnten kurz vor Schluss durch das erste Bundesligator von Ulrich Bapo mit 2:1 gewinnen und ganz wichtige 3 Punkte einfahren. Und heute steht das nächste sehr wichtige Spiel an, denn es geht wieder gegen einen direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenverbleib, nämlich Mainz 05, aktuell Tabellen-15. Mit 11 Punkten sind nur 3 Punkte hinter uns, hinter Preußen Münster. Gegenüber dem Sieg gegen Augsburg, ihr seht es in der Startaufstellung, hat Fridolin Falke zweimal umgestellt. 2 neue Spieler kommen rein. Zum einen Joel Faniv kommt für Nico Rinderknecht in die Startelf. Der Holländer, der immer noch ein absolutes Formhoch genießt. Heute mit seiner Spielgestaltung vielleicht ein bisschen stärker einzuschätzen. Und zu Hause wollen wir natürlich versuchen, das Spiel auch zu machen. Und zum anderen, der gerade schon erwähnte Ulrich Bapo wird das erste Mal in der Bundesliga von Beginn an stürmen. Denn er kommt für Tobias Waschewski in die vorderste Front. Waschewski vielleicht ein bisschen übergespielt momentan. Deswegen, er bekommt mal eine kleine Pause. Bapo ganz vorne drin. Kann er durchaus spielen. Kobidanski soll ihn hängend dahinter unterstützen. Sprich, der Lafiore wird heute wieder über den linken Flügel kommen. Und damit würde ich sagen, sind die Gegebenheiten vor der Partie schon mal alle erzählt. Schiedsrichter Sigmar Schönlebe und das Wetter ist heiter. Voll unrealistisch. Im Dezember gibt's in Deutschland kein heiteres Wetter. Anscheinend aber doch. Am heutigen Fußballsamstag, unter anderem mit den Parallelspielen zwischen Hertha und Augsburg. Die Bayern immer noch ganz tief in der Krise, sind in Hannover zu Gast. Köln empfängt München-Gladbach zum Derby und RB Leipzig empfängt im Topspiel den FC Schalke 04. Aber wir gucken natürlich wie immer auf uns und ein bisschen auch auf den Gegner. Damit würde ich sagen, gehen wir rein. Part 113 mit dem 13. Bundesligaspieltag. Und zwar gegen Mainz 05. Wie ich finde, ein sehr sympathischer Verein, der seit Jahren, muss man sagen, wirklich sehr, sehr gut geführt wird. Ich glaube, 2005 war es, als Mainz das erste Mal aufgestiegen ist in die Bundesliga. Und seitdem sind sie eigentlich kaum aus der Liga wegzudenken. Okay, sie waren mal zwischenzeitlich 2 Jahre in Liga 2, sind aber dann relativ schnell wieder hochgekommen. Unter Thomas Tuchel müsste das, glaube ich, sogar damals gewesen sein. Und haben sogar es geschafft, ich glaube seit 2011, 3-mal in der Europa League zu spielen. Also die Entwicklung von Mainz 05 in den letzten Jahren wirklich sehr, sehr beachtlich. Aber dazu vielleicht während der Partie noch ein bisschen mehr. Denn der 13. Spieltag wartet auf uns. Preußen Münster gegen Mainz 05. Und die beiden Mannschaften, angeführt von Nsozi Shoko, kommen auf das Spielfeld. 14 Punkte in den ersten 12 Spielen. Sein Team, das von Fridolin Falk ist, absolut im Soll. Unser Ziel bis zur Winterpause ist es, auf 20 Punkte zu kommen. Also in 5 Spielen müssen wir 6 Punkte holen, 2 Siege. Den Rest meinetwegen dann verlieren, dann sind wir absolut im Soll. Unsere Hauptaufgabe ist es, die 40-Punkte-Marke so schnell wie möglich zu erreichen, um natürlich die Liga zu halten. Mannschaften begrüßen sich. Es ist Winter, es ist Dezember, die Tage werden kürzer, deswegen schon um 15.30 Uhr fängt es hier so langsam an zu dämmern. Klasse Atmosphäre, natürlich das Stadion hier in Münster vollkommen ausverkauft.
Und wir sehen hier Ulrich Babo, Siegtorschütze im letzten Spiel gegen Augsburg, auf den Spuren seines Onkels Samuel Eto'o. Heute das erste Mal von Beginn an und zwar gleich ganz vorne im Sturm. Aber wir fangen hinten an. Wellenreuther am Tor. Matos, Petric, Speers, Kammerbauer, die neu eingespielte Viererkette. Della Fiore, Van Nief, Tocco und Gressel im Mittelfeld. Kubilanski auf der 10 oder als hängende Spitze hinter eben Ulrich Babo. Und jetzt wird die Mannschaft auch mal richtig eingeblendet. Waschewski heute also nur auf der Bank. Mainz spielt mit Zentner überraschend im Tor. Eine Fünferkette mit Zverko, Bare, Bungert, Radu und Makedo. Jobamos, Sanchez auf der Doppel-6, Quaison und Devante Parker auf den Flügeln und der Japaner Muto, Topscorer seines Teams, einzige Sturmspitze in einem 5-4-1. Also eher defensiv eingestellt, das Team von Sandro Schwarz. Partie läuft, die Preußen. Und das Flutlicht ist sogar schon eingestellt. Also die Atmosphäre hier finde ich gerade echt sehr, sehr schön bei heiterem Dezemberwetter. Die Preußen auf jeden Fall natürlich in grünen Trikots, schwarzen Hosen von links nach rechts gegen die heute auswärts gekleideten, in blau gekleideten Mainzelmännchen. Und der erste Angriff durchs Zentrum läuft bereits, aber dann der Fehlpass von Joel Van Nief. Heute müssen wir also wahrscheinlich viel Geduld beweisen gegen eine sehr defensiv ein- und aufgestellte Mannschaft aus Rheinland, nicht aus Rheinland-Westfalen, sondern aus Hessen, selbstverständlich. Erste Angriffsbemühungen erstmal im Keim erstickt. Tocco baut über die rechte Seite auf mit Kammerbauer. Kobylanski und Gressel hat eine Menge Platz. Schneller als der unerfahrene Zverko. Julian Gressel bringt die Flanke in den Strafraum. Zunächst geklärt. Zweiter Ball bei Tocco. Und dann kommt Della Fiore und Van Nief mit dem schwächeren Rechten mit der Innenseite abgeschlossen. Zentner kann den Ball sogar festhalten. Petric schult den Kopfball. Babo. Viel Druck hier in der Anfangsphase von den Gastgebern. Mainz muss erstmal sich finden. Der junge Zverko heute überraschend in der Startelf hinten links. Sowieso die Mainzer mit einer sehr unerfahrenen Mannschaft. Bare zum Beispiel, 18-jähriger Albaner in der Innenverteidigung. Quaison, aber jetzt der Klasseball auf Yoshinori Muto. Zurückgelegt und der erste Abschluss. Der Gäste lässt auch nicht lange auf sich warten. Wellenreuther allerdings steht goldrichtig, ohne Probleme diesen Ball erstmal abgefangen. Speers. Tocco. Die Mainzer versuchen so kurz nach der kurz vor der Mittellinie zu stören. Und jetzt ist Della Fiore dadurch, aber stark verteidigt von Radu, den rumänischen Nationalspieler, der heute überraschend in der Innenverteidigung spielt. Normalerweise eher ein Linksverteidiger. Quaison, der Schwede, Offensiv-Allrounder. Guter Ball für Makedo, der Brasilianer. Flankenball auf Muto. Gewinnt das Kopfballduell gegen Kammerbauer. Und Wellenreuther muss erneut eingreifen. Also, muntere Partie hier. So defensiv sind die Mainzer hier gar nicht aufgestellt. Gegenzug, Gressel, Kobylanski, Babo, Van Nief. Stark gemacht, kommt aber nicht ganz an den Ball. Makedo dazwischen. Neuaufbau über Leon Schwers und den Kapitän Nzotzi Tocco gegen Jabamor. Oh, der Fehler. Gut draufgegangen vom Franzosen. Quaison hat wieder den Ball, aber Tocco holt ihn sich zurück, wollte ich sagen. Aber Foulspiel entschieden von Dietmar Schönlebe, gibt den Freistoß für die Gäste. Das nächste Spiel lässt nicht lange auf sich warten. Nächste Woche, wieder Samstag, 15.30 Uhr, werden wir zu Gast sein in Wolfsburg beim nächsten Verein, der da unten im Tabellenkeller hängt. Und jetzt der Doppelpfosten und Tor. ...23. Minute... Mainz führt. Freistoß, Kopfball, so simpel kann das manchmal gehen. Eine Kopfballbogenlampe, Doppelpfosten, der Ball kullert auf der Linie, aber weder Wellenreuther noch irgendein Feldspieler will da irgendwie entscheidend versuchen, den Ball von der Linie zu kratzen. Wellenreuther sieht natürlich unglücklich aus. Aber jetzt dieser Zeitraum, wo der Ball die ganze Zeit da auf der Linie kullert, da hätte auch mal ein Verteidiger durchaus mal versuchen können, dorthin zu gehen. Am Ende Tor durch den Rumänen
Radu, jahrelanger Stammspieler bei Lazio Rom, Köpf zur Führung, Kopfballbogenlampe, 1-0 und das ist gar nicht mal so unverdient. Nach den ersten Anfangsminuten sind die Mainzer die bessere Mannschaft gewesen. Jetzt müssen die Preußen darauf antworten. Petric, gut gespielt, Kobylanski steckt durch für Ulrich Bapo! Das ist die passende Antwort. 27. Minute. Bapo trifft zum 1:1. Ganz richtig. Und das Preußenstadion. Es bebt. Vanif, Kobylanski. Perfekt in den Lauf. Bapo ins lange Eck. Zentner ist, glaube ich, noch dran. Bei diesem Flachschuss. Ja, mit dem Fuß. Ist er noch dran, aber kann ihn nicht entscheidend ablenken. Ulrich Bapo, Saisontor Nummer 2. Am letzten Spieltag in Augsburg, sein erstes Bundesliga-Tor. Und jetzt das erste hier vor heimischer Kulisse zum Ausgleich. Auf den Spuren von Samuel Eto'o. Ich sagte es schon eingangs. So, die Zeichen wieder auf Anfang. Mainz gegen Preußen Münster, 1:1. Und Mainz kommt mit Makedo. Wieder Kammerbauer, diesmal Kopfballsieger. Bapo, der Mittelstürmer ganz weit mit zurückgeeilt. Ist auch kein klassischer Mittelstürmer eigentlich. Auch wenn er natürlich das Stürmergehen im Blut hat. Nächster Angriff, Kammerbauer. Steckt durch, Gressel. Ah, aber sein Pass kommt nicht durch. Bapo, gut gespielt für Vanif. Kobylanski, Bapo kommt nicht ganz dran. Die Mainzer Dreierkette erstmal dazwischen. Wobei Mainz heute auch viele Stammspieler aus welchen Gründen verzichtet. Zum Beispiel Diallo, Stefan Bell, Maxim und so weiter. Alle heute nicht in der Startelf. Nächster Angriff. Matos spielt Della Fiore auf den linken Flügel frei. Della Fiore gegen Radu, den Torschützen. Nochmal zurückgelegt. Matos mit der Flanke. Super Flanke. Tocco bekommt den Ball, aber nicht ganz unter Kontrolle. Setzt aber stark nach, aber Quaison ganz stark in der Ballführung. Der Schwede mit ghanaischen Wurzeln. Der ja vom US Palermo Anfang 2017 kam. Jetzt kommt Devante Parker. Ein Mann aus der eigenen Nachwuchsabteilung. Ehemaliger deutscher Junioren-Nationalspieler. Genauso wie sein älterer Bruder Sean Parker, der mittlerweile beim FC Augsburg spielt. Jetzt kommt Jabba Moore. Der Franzose, der eine starke Entwicklung bei Mainz 05 genommen hat. Quaison bleibt hängen. Jabba Moore nochmal. Und sein angeschnittener Schuss. Kein großes Problem für Wellenreuther. Aber das war ja auch in den letzten Jahren so allgemein die Taktik von Mainz 05. Häufig Spieler, talentierte Spieler aus der zweiten Liga zu holen, diese zu entwickeln und dann für mehr Geld gewinnbringend zu verkaufen. Das hat in den letzten Jahren sehr gut funktioniert. Zum Beispiel kann ich mich da an einen Johannes Geis erinnern. Das ist erstmal Leon Schwers, Kammerbauer, Julian Gressel, Kammerbauer stehen sich da gegenseitig im Weg. Ruhiger Spielaufbau, die ruhige Suche nach der Lücke hier nicht ganz erfolgreich. Joel van Nief mit seinem ersten Abspielfehler wirkt heute ab und zu etwas nervös. Jetzt lässt er Sanchez da ziehen. Muto. Ausgelegt auf Devante Parker. Wieder gegen Matos im Duell. Diesmal setzt er sich durch. Aber seine flache Hereingabe abgefangen von Wellenreuther. Der heute einige Male schon im Blickpunkt stand. Und dann dürfte gleich Halbzeit sein. So sieht's aus. Also, dafür, dass diese Bundesliga-Partie von zwei Mannschaften geführt wird, die im unteren Tabellendrittel zu finden sind, sieht das doch hier nach ganz guten, temporeichen, spannenden und ausgeglichenen Fußball aus. Ausgeglichen ist auch das Ergebnis 1:1, Radu mit der Führung, Bapo mit dem Ausgleich. Mal gucken, wie die zweite Hälfte so verlaufen wird, ich bin sehr gespannt. Auf jeden Fall, ja, wie gesagt, in allen Belangen sehr ausgeglichen. Mal gucken, was die Statistik dazu sagt. Ja, die sagt zwar, Mainz mit mehr Abschlüssen, dafür haben wir mehr Ballbesitz. Und eine bessere Passgenauigkeit, 92%, das ist eigentlich sehr, sehr gut. Mal gucken, ob wir die aufrecht erhalten können in den zweiten 45 Minuten, die jetzt beginnen. Mainz immer noch ganz in Blau gekleidet
Jetzt also von links nach rechts. Parker auf Schobermore. Quaison, der Offensiv-Allrounder, mit dem Fehlpass in die Beine von Gressel gespielt. Toko Vanif nimmt Matos mit. Vanif, nächster Fehlpass vom Niederländer. Aber da hätte Matos auch andere Anspielstationen gehabt. Zum Beispiel waren vorne Kubilanski und auch Bapo relativ frei. Langer Ball in die Spitze. Petric fängt diesen ab. Spielt zurück zu seinem Keeper. Della Fiore sofort unter Druck gesetzt. Aber Matos hilft ihm da aus. Vanif. Das war jetzt ein guter Ball für José Matos. Und er hat jetzt Spielwiese vor sich. Und er ist halt schnell, der kleine Spanier. José Matos zieht die Flanke nach innen. Toko legt zurück für Bapo. Der Mann will's wissen, der 20-jährige Ulrich Bapo. Toko stark vorgelegt. Schön mit der Brust angenommen. Der Abstoß ein bisschen zu hoch angesetzt. Schade. Gute Möglichkeit zur Führung. Ulrich Bapo. Aber der macht ein gutes Spiel. Nicht nur wegen seines Tores. Er ist überall präsent. Der deutsche U-Nationalspieler. Zverko. Jabamon. Quaison. Für Mainz 05 geht es übrigens im nächsten Spiel, am nächsten Spieltag zu Hause gegen die alte Dame von Hertha BSC. Wieder der Brasilianer Macedo vorbei an allen. Nimmt Zverko mit auf den linken Flügel. Kammerbauer mit dem Foulspiel, sagt Dietmar Schönlebe. Es gibt Freistoß. Und wir haben die Stärke von Mainz nach Standardsituation schon gesehen. Die werden jetzt wechseln. Fabian Freikommt für Victor Sanchez. Einer von vielen Spaniern, die die Mainzer mittlerweile verpflichtet haben. Eine Multikulti-Truppe, kann man, glaube ich, inzwischen sagen. Freistoß, Jabamor. Auf den kurzen Pfosten, Leon Speers ist da. Und dann erstmal rausgeschippt zu Julian Gressel. Kann Tempo aufnehmen. Aber keine Anspielstation. Toko kommt jetzt mit. Aber, ja, wo soll er sonst den Ball hinspielen? Bapo war noch irgendwo hinten geblieben. Zu spät. Nach der Freistoßsituation wieder nach vorne gerückt. Da hat Devante Parker jetzt ein bisschen Glück. Und kein Foulspiel dann frei. Gibt nur den Einwurf für die Mainzer, für den FSV Mainz 05. Nico Bungert, dienstältester Akteur von Mainz 05. Auch schon gefühlte 10 Jahre, glaube ich, im Verein. Vielleicht sogar noch ein bisschen länger. Der ehemalige Schalker. Das ist Parker. Zurückgelegt auf Macedo. Warum denn ein Foul? Achso, Foul von denen. Ich wollte schon sagen, José Matos hat da nicht Foul gespielt. Da kam Macedo, der Rechtsverteidiger der Mainzer, mit zu viel Schwung, ein bisschen zu viel Elan und hat da unseren kleinen Spanier einfach umgehauen. Deswegen Freistoß. Ich denke, für Preußen Münster in diesem Fall gerechtfertigt. Toko. Bleibt dabei. Die Mainzer versuchen uns früh zu stören. Wir kommen noch nicht so wirklich in unser gewohntes, schnelles Kurzpassspiel. Jetzt mal. Vanif. Gut links rausgelegt. Della Fiore. Aber niemand in der Mitte. Della Fiore jetzt mit der Hereingabe. Toko kommt nicht dran. Zweiter Ball. Kammerbauer. Joel Vanif. Wieder links raus. Della Fiore. Wartet auf José Matos. Und da kommt er. José Matos. Gute Flanke. Bapo, Ball noch im Spiel, Vanif setzt gut nach. Aber der Ball ist schon im Tor aus. Schade. Nächster Wechsel, Javier Manquillo. Einer der Star-Neuzugänge, wenn man so will. Kam von Newcastle United. Ein weiterer Spanier. Kommt für Zverko in die Partie. Kann auf beiden Außenverteidigerpositionen spielen. Und wird jetzt hier wahrscheinlich erstmal auf der linken Verteidigerposition aushelfen. Bapo hat bei diesem Flankenball von Della Fiore gerade eben einen abbekommen. Ist angeschlagen. Geht aber, hoffe ich, erstmal für ihn weiter. Schwers. Ausgelegt auf Gressel. Kammerbauer heute mit sehr wenig Offensivdrang. Jetzt kommt er mal nach vorne. Kammerbauer. Die Flanke hängen geblieben. Aber Preußen setzt nach. Toko mit der Hacke. Bapo zieht den Ball nach innen. Aber die Mainzer klären das ganz gut. Radu kann den Ball erstmal aus der Gefahrenzone bringen. Frei. Nicht mehr ganz so viel
Tempo, nicht mehr so viele Torraum ziehen wie noch im ersten Durchgang. Vielleicht aber jetzt über den eingewechselten Manquillo. Leon Schwer ist rausgerückt. Kammerbauer kann die Flanke auch nicht verhindern. Matos, der Kleinste auf dem Feld, klärt per Kopf. Babo, Kobylanski. Aber zu wenig Unterstützung jetzt wieder. Dauert zu lange. Und dann der ungenaue Pass. Babo kann den Ball nicht erreichen. Jobamore. Hoppala, falsche Taste. Ich wollte die Starttaste betätigen. Damit wir nochmal wechseln können. Della Fiore wird rausgehen. Kobylanski geht mal auf den Flügel. Und es wird Lukas Söder kommen. Und es kommt auch Tobias Waschewski für den angeschlagenen Ulrich Babo, der heute wieder getroffen hat. Zweites Tor im zweiten Spiel in Folge. Also der Mann macht auf sich aufmerksam, auf jeden Fall. Jobamore, Makedo, Brasilianer, wie man hier sieht. Setzt sich gut durch. Devante Parker, Della Fiore geht da nicht so wirklich in den Zweikampf. Da geht keiner so richtig in den Zweikampf. Ich weiß nicht, warum ich Zweikampf gerade so komisch betont habe. Das sah gerade sehr wackelig mal wieder aus von der Preußen-Defensive. 10 Minuten noch knapp zu spielen. Und Mainz ist offen. Julian Gressel. Riesen-Kontergelegenheit. Zurückgelegt für Kobylanski und Zentner. Mal wieder ein Abschluss. Della Fiore. José Matos. Zieht die Flanke. Zentner ist da. Fanny holt den Kopfball. Schwers. Kleines Powerplay von Preußen Münster jetzt. Toko. Wo ist die Lücke? Kobylanski aus dem Stand. Bleibt hängen an Bungert. Und dann wieder Radu mit all seiner Ruhe und Routine. Kann klären. Kommt da Chance. Sie und Schwers verpasst da. Aber Ball rutscht durch. Petric. Nur noch 4 Minuten. Ball war immer noch nicht aus dem Spiel. Deswegen keine Chance für uns, irgendwie zu wechseln. Kobylanski. Toko. Klasse Ball für Kammerbauer. Gressel im Doppelpass. Kammerbauer. Und er holt nochmal die Ecke raus. In der 90. Spielminute. Und jetzt kommen zwei kopfballstarke, gelernte Mittelstürmer. Mit Lukas Höhler und Tobias Waschewski. Für Della Fiore und Ulrich Babo. So, und beide orientieren sich natürlich in den 16-Meter-Raum. Es gibt nochmal die Ecke. Julian Gressel. Und da ist Lukas Höhler. Aber Zentner ohne Probleme. Kam kein Druck hinter diesem Kopfball. Jobamore. 3 Minuten gibt es obendrauf. Letzter Angriff gehört wohl den Mainzern. Gressel kriegt den Ball nicht mehr vor der Seitenauslinie zu fassen. Und es sieht momentan dann nach Unentschieden aus. Wäre das zweite Unentschieden in Folge zu Hause nach dem 0:0 gegen Frankfurt, können wir, denke ich, mit einem 1:1 auch ganz gut leben gegen Mainz 05. Oder haben wir noch eine Möglichkeit eventuell? Langer Ball Richtung Kobylanski. Feder da. Kobylanski wird gefoult, Fragezeichen. In der 94. Minute nochmal die Riesenmöglichkeit. Aber dann ist Schluss. Dietmar Schönlebel pfeift ab. Und die Preußen-Fans und Fridolin Feige. Okay, Fridolin Feige sieht jetzt nicht zufrieden aus. Ich wollte gerade sagen, alle sind zufrieden. Ja, Fridolin Feige nicht so ganz anscheinend. Aber ich denke, mal wieder war dieses Motto vor dieser Partie: Verlieren verboten. Das haben wir geschafft. Und sind jetzt seit 2 Spielen immerhin ungeschlagen. Nach dem Sieg in Augsburg heute das 1:1 gegen Mainz 05 ist ergebnistechnisch auf jeden Fall in Ordnung. Babo feiert seinen 2. Saisontreffer. Und wir haben jetzt immerhin schon 15 Punkte auf dem Konto. Es sind noch 4 Spiele bis zur Winterpause. Und da sollten wir, wenn es irgendwie geht, noch 5 Punkte sammeln können. Das sollten wir, denke ich, irgendwie schaffen. Torvorlage kam heute von Martin Kobylanski, der schön durchgesteckt hat zum Torschützen Ulrich Babo. José Matos mit einer 8,8 bewertet. Warum? Korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber ich fand, Matos hat jetzt hier gerade heute nicht herausgestochen. Toko mit einer 8,0, den fand ich zum Beispiel stark. Gressel auch eine 8,0. Hat eher unauffällig gespielt, meiner Meinung nach. Naja, José Matos, Man of the Match. Ja, wir gönnen es ihm einfach mal. Auch wenn ich insgesamt mit seiner Leistung über die Saison hinweg nicht so wirklich 100% zufrieden bin.
Vielleicht werden wir da, im Winter denke ich noch nicht, aber ich denke mal vielleicht im Sommer, über einen neuen Linksverteidiger nachdenken müssen. Und guck mal die Ergebnisse. Bayern verliert mal wieder in Hannover mit 0:1. Das kannst du doch keinem erzählen. Und wir haben einen verletzten Spieler. Oh, das ist natürlich bitter für Ulrich Bapo, der heute das erste Mal in der Startelf spielen durfte, im Sturm spielen durfte, auch getroffen hat. Und jetzt fällt er mit einem verstauchten Knie erstmal 3 Wochen aus. Ah, das ist für ihn persönlich wirklich bitter. Denn das wäre vielleicht so seine Chance gewesen, sich so ein bisschen in die Startelf reinzuspielen. Und jetzt wird er erstmal wieder durch die Verletzung ein bisschen ausgebremst. Aber Clint Lehmanns ist, glaube ich, wieder im Training. Der sollte zumindest im nächsten Spiel gegen Wolfsburg zumindest wieder im Kader stehen. Da bin ich relativ zuversichtlich. Gut, aber wir haben ja noch eine Woche Zeit bis zum nächsten Spiel in Wolfsburg. Also gegen den nächsten direkten Konkurrenten gleich hinterher. Wir schauen uns gleich erstmal die Ergebnisse des aktuellen Spieltages natürlich noch an. Bapo kann diese Woche natürlich nicht trainieren aufgrund der Verletzung. Deswegen, ich glaube, ich wollte Della Fiore gerne doch noch ein bisschen das Flankenspiel trainieren lassen. Das ist nicht Della Fiore. Das ist Della Fiore. Und zwar passen, beziehungsweise Flanken. Flankenlange Pässe. Ja, da muss er sich unbedingt verbessern. Denn ich möchte es, glaube ich, doch nochmal probieren. Marktwert 16 Millionen mittlerweile. Holy shit. Ich möchte ihn tatsächlich versuchen, so ein bisschen zum Flügelspieler noch umzufunktionieren. War das jetzt richtig deutsch? Ihr wisst, was ich meine. Mal gucken, ob das klappt. Ich habe so meine Zweifel, aber zumindest ein bisschen an seinem Flankenspiel sollte er noch arbeiten. Waschewski arbeitet auf jeden Fall sehr gut. Note A im Training. Er wird höchstwahrscheinlich dann im nächsten Spiel wieder von Beginn an ran dürfen. Nach der Verletzung von Ulrich Bapo sehr, sehr wahrscheinlich. Rio Verona hofft, Planers bald zu verpflichten, wer auch immer das ist. Und warum das überhaupt in deutschen News erwähnt werden muss. Mainz, Sorgo Muto. Oh, hat er sich auch gerade im Spiel gegen uns verletzt? Ist mir gar nicht so aufgefallen, wenn ich ehrlich bin. Gegen Mainz 05 übrigens. Chelsea gewinnt Rennen um Mats Hummels. What the fuck? Wo ist Mats Hummels denn zuletzt gewesen? Gucken wir mal ganz kurz. Hä? Ich wollte doch gerade sagen, ist der nicht erst vor kurzem zum FC Chelsea gewechselt? Warum taucht da jetzt so eine alte News auf? Ich bin verwirrt. War das nicht so, dass die... Ich erinnere mich dunkel, dass sie Antonio Rüdiger verkauft haben und dafür dann doch Hummels geholt haben, oder? Oder täusche ich mich da gerade? Egal, der FC Chelsea interessiert uns an dieser Stelle herzlich wenig. Was uns mehr interessiert, sind die Ergebnisse des 13. Spieltages. Dortmund-Leverkusen 1:1, Hoffenheim gegen Wolfsburg ebenfalls 1:1. Die Ergebnisse gab es schon am Freitag, haben wir uns, glaube ich, auch beim letzten Mal angeguckt. Sehr viele 1:1 an diesem Spieltag übrigens. Hertha unterliegt den FC Augsburg 0:1, was nicht so gut für uns ist. Hannover gewinnt gegen die Bayern 1:0. Dadurch müssen wir, glaube ich, sogar jetzt punktgleich mit dem Bayern sein, wenn ich mich nicht täusche. Köln-Gladbach trennt sich 1:1, genauso wie RB Leipzig und Schalke. Und wie live gesehen auch Münster und Mainz 05. Stuttgart bezwingt Eintracht Frankfurt 1:0. Und der HSV fährt den ersten Saisonsieg ein. 1:0 im Kellerduell gegen Fortuna Düsseldorf. Und dadurch rückt das ganze Feld da unten noch dichter zusammen. Düsseldorf das neue Tabellenschlusslicht. Hamburg immer noch auf dem direkten Abstiegsplatz, aber sind jetzt wieder dran. Augsburg mit 11 Punkten auf dem Relegationsplatz, 1 Punkt davor Mainz, 1 Punkt davor Hertha, 1 Punkt davor Wolfsburg und 1 Punkt davor sind wir. Preußen Münster auf Tabellenplatz 12, also nur 4 Punkte vom Relegationsplatz entfernt. Aber wir gucken mal auf die Mannschaften vor uns. Frankfurt, Leverkusen und auch die erwähnten Bayern sind alle punktgleich mit uns. Wir sind nur aufgrund der deutlich schlechteren Tordifferenz auf Platz 12. Stuttgart auf Platz 8 hat 18 Punkte. Also wir sind auch gar nicht so weit weg von den Europa League-Rängen. Aber darüber möchten wir an dieser Stelle natürlich nicht reden. Hoffenheim weiterhin Tabellenführer. 5 Punkte vor Dortmund und 6 Punkte vor Gladbach. Und dann schon ein kleines Mini-Polster zum Rest des Feldes. Und wir spielen also gegen Wolfsburg, den Tabellen 13.
Das ist ja fast die identische Situation wie beim heutigen Spiel. Nur dass Mainz nur 5 noch ein, 2 Punkte oder 2 Punkte hinter uns war. Wolfsburg ist nur einen einzigen Punkt hinter uns. Also beim nächsten Mal ist mal wieder die Devise. Das wird wahrscheinlich jetzt häufiger der Fall sein. Verlieren verboten. Gerade bei Auswärtsspielen in Wolfsburg wäre ich mit einem Punkt auf jeden Fall völlig einverstanden. Und Clint Lehmann sagt, ich bin einsatzbereit. Okay, da stehen die Chancen also sogar sehr gut, dass wir unseren holländischen Spielmacher im nächsten Spiel zurück begrüßen können. Und ich denke, das wird auch sehr wichtig sein. So, wir haben noch eine ganze Menge Abschlussberichte reinbekommen. Darauf werden wir dann aber erst in der Winterpause zu sprechen kommen. Hoppala, das wollte ich nicht. Ich wollte diese Mail löschen. So, Lehmann sagt, ich kann sicherlich spielen, wenn Sie mich brauchen, Trainer. Der Physio sagt, dass ein kleines Risiko besteht, dass sich die Verletzung verschlimmert. Nö, sehe ich nicht. Das wird schon halten. Also deine Verletzung wird, denke ich, halten. So, wie siehst du aus? Lehmanns hat immer noch ein Pflaster, aber seine Ausdauer, sein grüner Balken ist bei 100%, wenn ich das richtig sehe. Von daher wird er im nächsten Spiel für Van Nief auf jeden Fall reinkommen. Ich denke, Neidhardt werde ich dann rausnehmen und Lennart Stoll da vielleicht mal wieder zumindest auf der Bank Platz nehmen. Wir haben sehr viele defensive Spieler auf der Bank, sehe ich gerade, weil wir fast unser gesamtes Offensivpotenzial auch vorne aufgestellt haben. Okay, ich denke, wir werden, auch wenn wir auswärts in Wolfsburg spielen, wie gesagt, mit einem Unentschieden wäre ich dort zufrieden, werden wir trotzdem wieder mit dem 4-4-1-1 spielen und versuchen, den Wolfsburgern, den Wölfen, den Schneid abzukaufen. Aber liebe Freunde, ob uns das dann am Ende wirklich gelingen wird, das erfahren wir dann beim nächsten Mal bei Let's Play FIFA 18. Dem Karrieremodus mit unseren Adlern von Preußen Münster. Da sind wir dann zu Gast am 14. Bundesligaspieltag bei den Wölfen aus Wolfsburg. Wölfe gegen Adler. Na, wer würde da bei einem Real Fight da wohl gewinnen? Ich habe keine Ahnung. Und ich habe auch keine Ahnung, wie ich das mit den Trikots machen werde. Ich glaube, Wolfsburg wird da auf Blau, auf die Alternativtrikots ausweichen müssen. Egal, das erfahren wir auch beim nächsten Mal. Bis dahin, macht es gut und ciao, ciao, sagt euer Killer.